Hallo? Hallo Marco, hier ist Francesca. Ich weiß, es ist noch sehr früh in New York, es tut mir leid. Ach, das macht doch nichts. Was gibt's denn? Ich rufe wegen Luca an. Er ist tot. Was? Die Polizei hier in Venedig hat es mir mitgeteilt. Sie haben mich vorhin angerufen. Es ist so schrecklich. Wie ist das passiert? Francesca. Du musst mir helfen. Francesca. Ich werde alles regeln. Ich flieg sofort runter. Ich danke dir, Marco. Ruf mich an, ja? Ciao. Ciao. Thank you.
Ciao, Marco. Ciao. How's my son? Oh, fine. How's Francesca? Fine. Why don't you write her some letters? Why don't you let her visit you? Do me a favor, Orville. Don't visit me, okay? Just leave me alone. You have your life, I have my life. And yours is no longer a part of mine. So just leave me alone. Please, don't visit me again. Please. Marco? Marco! Sit down. Sorry. Oh, for what, Luca? For a moment, Marco. For a fleeting moment, the storm of what we did shook the world, and nothing and nobody will forget it. Nobody. Rüstung einsetzen werden. Neue Gespräche sind in naher Zukunft geplant. Wir fahren fort mit weiteren Nachrichten aus dem Ausland. Zunächst eine Meldung aus Italien. Luca Venieri, ehemaliger Söldnerführer und Ex-Guerillero, einer der meistgesuchten Männer Südamerikas, ist gestern in der kolumbianischen Hafenstadt Buenaventura tot aufgefunden worden. Er beging offenbar Selbstmord. Vor über 5 Jahren wurde Venieri bei einer Schießerei auf offener Straße von den Sicherheitskräften festgenommen. Er erklärte sich bereit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, was zur Verhaftung und zum Tode vieler seiner ehemaligen Gefolgsleute führte. Es kam zu einem politischen Eklat, als enthüllt wurde, dass Venieri, der Sohn des angesehenen amerikanischen Diplomaten Harvey Venner und seiner in Venedig geborenen Frau Marta Chani war. Nach Verbüßung einer 2-jährigen Haftstrafe wurde Venieri unter größter Geheimhaltung auf freien Fuß gesetzt und ging sofort wieder in den Untergrund. Sein Aufenthaltsort war allerdings bis zum gestrigen Tag unbekannt. Weitere Einzelheiten zum Tode von Luca Venieri, dem gefürchteten Söldnerführer und Guerillero, erwarten wir noch. El señor Venieri. Bueno, ich bin Irene Costa. Ich habe Sie bereits erwartet. Ich bin mit der ersten Maschine gekommen. Es tut mir leid um Ihren Bruder. Ich danke Ihnen. Wir haben schon die Papiere vorbereitet, denn der Leichnam wird ja sicherlich ins Ausland überführt. Allerdings müssen Sie erst noch nach Buenaventura fahren, um ihn zu identifizieren, bevor er freigegeben wird. Wir haben dort einen Mann sitzen namens Anderson. Mario Anderson. Er erwartet Sie im Hotel Estación. Er hat uns schon häufig geholfen. Ich bin sicher, er wird alles für Sie regeln. Anderson, Hotel Estación Buenaventura. Ich denke, das merke ich mir. Sollten Sie es wieder erwarten vergessen, habe ich alles noch einmal für Sie notiert. Ich danke Ihnen. Haben Sie meinen Bruder gekannt? Ich wusste, dass er in der Stadt war, aber ich habe ihn nie gesehen. Der Geheimdienst hat alles, um ihn abzuschirmen. Man kam nicht an ihn heran. Was hat er hier gemacht? Ging er neuen Geschäften nach? Ich bezweifle, ob er überhaupt etwas getan hat. Sie können davon ausgehen, dass es schwer für ihn war. Er war ständig auf der Flucht. Ich verstehe. Ich mache für heute Schluss. Wollen wir was trinken gehen? Ja, gern. Sie kennen sich ja hervorragend in Bogotá aus. Sind Sie schon lange hier? Oh, das werden bald 7 Jahre sein. 7 Jahre. Waren Sie ab und zu mal in Italien? Früher bin ich häufig nach Hause geflogen. Weihnachten, Ostern und dann immer in den Ferien. Aber irgendwann einmal kommt doch der Punkt, wo Sie lieber hier bleiben.
Ja, wieso denn? Das ist hier wie ein langer Urlaub. Obwohl man sich noch nach Jahren wie ein Außenseiter fühlt. Aber das bringt nun mal meinen Job mit sich. Um ehrlich zu sein, war ich seit 4 Jahren nicht mehr zu Hause. Ich vermisse Italien nicht. Ich habe mich hier gut eingelebt. Sagen Sie, Marco, haben Sie Ihrem Bruder nahegestanden? Ja. Obwohl wir sehr verschieden waren. Er war der Impulsive, wollte ständig im Mittelpunkt stehen. Ich dagegen war mehr der Ruhige mit einem Gefühl für Verantwortung. Das rührte wohl daher, dass ich nicht mit ihm konkurrieren wollte. Ja, um was denn? Ich weiß es nicht genau. Ich habe ihn immer respektiert und er hat immer erreicht, was er wollte. Das, was Sie nie geschafft haben. Irgendwann haben wir uns aus den Augen verloren. Was tun Sie da? Ach, nichts. Gar nichts. Sie haben da ein Stück Papier versteckt. Das ist nur eine Angewohnheit von mir. Schon als kleines Mädchen habe ich überall, wo ich war, Zettel mit meinem Namen versteckt. Es muss Tausende davon geben, auf der ganzen Welt. Ist das irgendein geheimer Ritus oder so etwas? Ach, Unsinn. Es ist das Gegenteil von einem Souvenir. Ich lasse etwas zurück. Sind wir. Hier können Sie übernachten, Marco. Es ist einigermaßen sauber und die Preise halten sich in Grenzen. Gut, herzlichen Dank. Das gilt auch für das Essen. Es war ausgezeichnet. Auch die Stadtrundfahrt und alles andere. Keine Ursache, es hat mir auch Spaß gemacht. Ach, wie komme ich nach Buenaventura? Nur mit dem Bus. Es geht jeden Morgen einer um 6 Uhr. Allerdings dauert die Fahrt 2 Tage. 2 Tage? Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und melden Sie sich auf dem Rückweg. Ciao. Ciao. Excuse-me, por favor. El bus para Buenaventura. Sí, sí, sí. Este es el bus. Tranquilo, gringo, no pasa nada. Despacio, despacio. Tranquilo. ¿Y tú qué? ¿Yankee, turista, americano? Soy italiano. ¿Soy italiano? Es italiano. Sí, ¿lo conoces? Thank you.
aprire a Milano. Buenos dias. Sie haben ein Zimmer für mich reserviert. Ich bin Marco Vinieri. Sekunde bitte, Signor. Sieh, hier ist der Signor Vinieri. Zimmer 301. Hier ist eine Notizia von Signor Anderson. Señor Anderson, por favor. Ah, Vinieri. Willkommen in unserer hübschen Stadt. Das ist Kapitän Santillana. Er ist der Polizeichef. Buenos dias. Buenos dias. ¿Cómo está, señor? Danke, gut. Und ich bin sowas wie Ihr Schutzengel, Mario Anderson. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Nun, wie ist Ihre Reise gewesen? Danke, so leidlich. Sind Sie schon mal in einem so beschissenen Nest gewesen? Wasser? Nein, danke. Conmigo. Das Einzige, was es hier ausreichend gibt, sind Hitze, Malaria und die Schwarzen, die wie verrückte Kaninchen vögeln und wie die müden Fliegen abkratzen. Sie scheinen nicht vom Fremdenverkehrsbüro zu sein. Soll das ein Witz sein? Die Stadt ist schlimmer als der Dschungel. Es gibt hier Viertel, wo sich niemand reintraut. Nicht mal die Armee, verstehen Sie? Sollten Ihnen irgendwo rote Spuren auf dem Boden auffallen, ich gebe Ihnen einen Rat. Folgen Sie ihnen nicht, denn Sie werden niemals mehr zurückkommen. So, jetzt zum Geschäftlichen. Was kann ich für Sie tun? Tja, Señora Costa hat mich gebeten, Ihnen zu helfen. Mein Bruder... Oh ja, Ihr Bruder, natürlich. Prende la maleta del señor. De acuerdo. Er hat nur den Koffer hinterlassen? Keine Nachricht, keinen Brief? Mm-mm. Nur die Klamotten, die in seinem Koffer sind. Keine Nachricht, keinen Brief. Naja, dann... Wo ist er? Er hatte ein Zimmer im Hotel del Pacifico. Im verbotenen Viertel, ein furchtbares Rattenloch. Nur Gott weiß, was er da getrieben hat. Eines Morgens kam die Putzfrau rein... und findet seine Leiche. Es war alles voll Blut. Nicht zu fassen, aber er hat sich in den Mund geschossen, etwa so. Hey, das sind tolle Schuhe. Italienische, ja? Ja, está bien. Ya vamos a terminar. Espérense. Das ist der einzig kühle Ort in der ganzen Stadt. Thank you.
Ist das Ihr Bruder? Ja. Gut. Es ist nur eine Formalität. Sie müssen zunächst noch einige Papiere unterschreiben, dann können Sie die Leiche nach Italien verfrachten. Nein. Er wollte hier sterben, also wird er auch hier begraben. Ich bin der Bruder des Italieners, der sich hier umgebracht hat. Könnte ich sein Zimmer sehen? Sube la escalera. Muchas gracias. ¿Qué horas se han hecho ya? Qué sé yo, deben ser las 10. ¡Ay, basta! Thank you.
padre, el que está allá, es el hermano del suicida. Wieso führt seine Rede nicht zu Ende? Ich schätze, hat erfahren, dass es ein Selbstmord war. Selbstmörder werden nicht gesegnet. Tja, Marco, das wär's dann wohl. Ich beneide Sie. Wieso das? Weil Sie in ein paar Stunden das Drecknest verlassen haben. Ich Glückspilz. Marco! Sie hatten recht, der Tote ist nicht Ihr Bruder. Wer war es denn? Das wissen wir noch nicht. Ich habe einen Freund bei der Polizei von Bogota. Er wird uns weiterhelfen. Dort hat man die Fingerabdrücke Ihres Bruders in den Akten. Außerdem wird man die Identität des Toten herausbekommen, vorausgesetzt, dass seine Fingerabdrücke in irgendeiner Kartei sind. Und was ist mit der Kugel? Die wird im Augenblick von den Ballistikern untersucht. Ich werde Sie vom Flughafen anrufen. Gracias. Kaliber 38, vermutlich aus einer Beretta 92S mit langem Lauf abgefeuert. Mit so einer Waffe kann man Elefanten erschießen. Die Polizei und einige Spezialeinheiten benutzen sie. Ich verstehe. Ich wüsste zu gern, was hier los ist. Du hast einen Selbstmord, der sich als Mord erweist, und dann ist der Tote gar nicht mein Bruder. Und die Waffe, die man benutzt hat, stammt von der Polizei. Der gute Anderson, der angeblich auf unserer Seite steht, konnte es nicht erwarten, ihn unter die Erde zu bringen. Wissen Sie, dass er mich in Buenaventura beschatten ließ? Ach, kommen Sie, Marco, das ist doch alles nur Einbildung. Einbildung? Ihnen kommt das alles logisch vor, ja? Ich bin kein Untersuchungsbeamter. Natürlich. Ich nahm an, dass ich mich hier in Bogota auf Sie und das Konsulat verlassen kann. Was stand auf dem Zettel, den Sie im Lokal versteckt haben? Für wen arbeiten Sie wirklich? Für niemanden, nur für das Konsulat. Ich habe Ihnen doch geholfen, oder? Sie machen die Dinge zu kompliziert. Letzter Aufruf zu den Avianca-Flug. 3558. Nach Santa Marta. Bitte, begeben Sie sich zu Hause. Wo wollen Sie denn hin? Das ist nicht Ihr Flug. Was interessiert Sie das noch? Ich bin dafür verantwortlich, dass Ihnen nichts passiert. Das ist mein Job. Hören Sie zu. Bevor mein Bruder starb, oder bevor... Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Habe ich ein paar Zeitungen in seinem Koffer gefunden und darauf stand Santa Marta. Ich fliege jetzt dahin. Sie können das gerne erzählen. Ihr Auftraggeber Na, wird sich freuen. Sie finden ein paar Luca Zeitungen... Luca ist noch am Leben. Und ich werde herausbekommen, wo er ist. Und was hier gespielt wird. Una cerveza, por favor. Sind Sie Italiener? Ja. Schöne Musik, nicht? Er ist auch Italiener. Haben Sie ihn vielleicht schon mal gesehen? Sie? Tatsächlich? Sie. Wenn ich mich recht erinnere, kam er immer allein. Er hat genau dort gesessen, wo Sie jetzt sitzen. Und dann hat er gewöhnlich ein Bier getrunken und ging wieder. Und wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Oh, das muss lange her sein, vor ungefähr 4 Monaten. Aber vielleicht ist das auch schon ein Jahr her. Was hat er hier getan? Wo hat er gewohnt und womit hat er sein Geld verdient? Ich glaube, er kam aus Santa Marta. Er machte Geschäfte. Welcher Art waren die? Sie wissen doch, die Nachfrage ist ziemlich groß. Und wo werden die abgewickelt? Drüben in der Stadt.
Hey, Mister, du wolle Mädchen? Oder vielleicht was zu rauchen? Ja, das macht $20. Wollen Sie noch mehr? Wie sieht es denn damit aus, wenn ich ein ganzes Kilo kaufen möchte? Kommen Sie mit. Kommt Ihnen dieser Mann bekannt vor? Ich glaube, dass Sie heute Glück haben. Gringo. Hey, du da, Blonder. Hey, wie bist du in diesem Käfig gelandet, Mann? Da war eine Razzia, ist doch scheißegal, oder? Das passiert hier jeden Tag, Kumpel. Wir erwischen immer die Falschen. Du brauchst dich nur umsehen. Wir sind alle unschuldig hier drin. Weswegen sitzt ihr hier drin? Wegen unserer Geschäfte, amigo. Traficos. Hast du zufällig einen Typen gesehen? Der kam aus Italien. Schwarze Haare, schwarzer Schnauzer. Er war auch im Geschäft wie du, Traficos. Hier macht doch jeder Traficos, Blonder. Gringos, Brasileños, Peruanos. Oh, die Käufer kommen aus der ganzen Welt, um bei uns Stoff zu holen. Comprendes? Ja, der Italiener. Sie haben ihn nach einem Dorf benannt. Gleich in der Nähe.
weil er da immer hingegangen ist. Nueva Venecia. Sie haben ihn Venecia genannt. Das war ein merkwürdiger Mann. Er hat kaum geredet. Er hat für Rubén Díaz gearbeitet. Das ist der Größte im Geschäft. Er kontrolliert alles. Ein gefährlicher Mann. Rubén Díaz ist ein dreckiger Hijo de puta. Vor einem Jahr, oder vielleicht ist es auch länger her, ist er mit einer großen Lieferung Stoff abgehauen. Er hat wie immer im Voraus kassiert. Er hat uns bestohlen. Er hat unser Geld genommen und niemals Koks geliefert. Der Italiener war bei ihm, da bin ich ganz sicher, denn seitdem ist er auch verschwunden. Haben Sie eine Ahnung, wo er hin sein könnte? Ich glaube, es gibt nur einen Ort, wo Männer wie Diaz untertauchen können, wenn es überall brennt. Las Tres Fronteras. Unten am Amazonas. In Leticia, wo Kolumbien mit Brasilien und Peru zusammenstößt. Furchtbares Klima da unten. Aber gutes Kokain. Policia nada. Mucha plata. Viel, viel Geld zu verdienen. Und wie komme ich hier raus? Nur mit Geld. Pasaporte, por favor. Gringo? Ich bin Italiener. Willkommen in Brasilien. Ist das hier nicht Kolumbien? Das ist Brasilien. Taxi, Taxi, Taxi. Wir sind hier in Brasilien, nicht? Sie. Leticia ist in Kolumbien. Sie. Können Sie mich dahin fahren? Ist das machbar? Kein Problem, mein Freund. Tranquilo. In Aquí está el refrigerador y el ventilador, que el control está sobre la cama. Su llave, señor. Gracias, señorita. Gracias.
¡Se fue otra vez! Gracias. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Linda. Linda. Por favor, ich suche diesen Mann hier. Er ist Italiener. Er soll öfter mal hier gewesen sein. Oh, no, es tut mir leid. Ich habe nie diesen Hombre gesehen. Er hat nicht in unserem Hotel gewohnt. Nein? Man nennt ihn Vinicia. No? Vielleicht kennen Sie einen anderen Mann, Ruben Diaz. Sie, er ist sehr berühmt. Aber ich ihn nicht kennen, nie gesehen. Gibt's denn hier im Ort noch andere Hotels? In Leticia gibt es nur dieses, Senor, und das Hotel Colonial, un poco más abajo. Sehr vornehm, Senor. Vengo. Auf die andere Seite des Flusses noch ein Hotel. Las Tres Fronteras, aber... Ich nicht wissen, ob gutes Hotel. Ich andere Seite des Flusses nicht kennen. Muchas gracias, Linda. Está bien. ¿Quieres tomar tu bebida, como siempre? Buenos días. Buenos días. Ich bin auf der Suche nach diesem Mann. Er ist Italiener. Es kann sein, dass er mit einem anderen Mann reist, mit Ruben Diaz. Nein, dieser Mann ist noch nie hier gewesen. Und Ruben Diaz? Nein, Sir, diesen Namen habe ich noch nie gehört. Ich habe erfahren, dass Mr. Diaz hier am Ort sehr bekannt sein soll. Ja, aber ich kann Ihnen dazu nichts sagen, Senor. Nein, Senor. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie mit dem Besitzer des Hotels sprechen würden. Und wer ist das bitte? Mr. Carrasco. Aber er ist im Augenblick nicht hier. Carrasco? Ja. Wann schätzen Sie, wird er da sein? Versuchen Sie es morgen früh. Mañana. Mañana. Mañana, na schön. Alles klar. Gracias. Perdone, Senor. Wo bekomme ich ein Barco? Ein Boot, das mich rüberbringt. Nach Benjamin Constant. Es ist es. Ist es. Wann kommt es zurück? Quando regresa? Mañana. Mañana, schön ist. Como puedo ligar? Wo finde ich ein anderes? Al otro lado ahora. Hable con Antonio. Ah, con Antonio. Sí, Antonio. Por favor. Excúsame. Entschuldigen Sie bitte. Einen Augenblick. Ich habe zu tun. Mein Motor ist, naja, ich muss mich darum kümmern, Senor. Ist das klar? Sie sind doch Italiener. Ja, natürlich. Ich bin auch Italiener. Italiener, so ein Zufall. Ich heiße Marco. Ich komme aus Venedig. Wie schön. Ich möchte Sie nicht weiter stören. Das tun Sie aber. Ich muss den Motor reparieren. Das ist doch nicht auszuhalten. Dio mio, laufen Sie diese Scheißdinger im Arsch. Was soll man da machen? Hier hilft einem sowieso keiner weiter. Ja, bei uns zu Hause in genau Italien... Genau das gleiche. Sekunde mal, du. Du bist auch Italiener? Mamma mia. Mann, Junge, ich komme aus Neapel. Guck mal, gleich schießen mir die Tränen in die Augen. Ist das nicht wunderbar, Italien? Du erwähntest Venedig. Du kommst aus Venedig? Das ist eine unglaubliche Stadt. Italien ist für mich Sonne, gutes Essen, Wein... Einfach hinreißen, stimmt's? Ja, stimmt. Willst du mich von der Arbeit abhalten, oder was? Nur keine Aufregung, ich wollte ja nur... nicht rum und schwatz mir die Ohren voll, ich hab zu tun. Ich hab eine Frage. Ich wollte dich fragen,
ob du mich über den Fluss bringen kannst. Hm. Na klar, kann ich. 15. Du bist ein Halsabschneider, 5 reichen. Oh, nein, 15. 15 ist ganz schön weit darüber. In Ordnung, 10. 10? 10. Alles klar. Steig ein. Mach's dir bequem. Setz dich auf die Bank. Danke. Soll ich dir helfen? Nein, bitte nicht. Nein und nochmal nein. Das ist mein Boot. Klar? Ich bin der Kapitän. Und du bist mein Gast, kapiert? Genieß die Fahrt und red nicht dazwischen. Ich bring dich, wohin du willst, aber sei still. Because my name is Werner. Why? Well, because Werner is a German name. I know. During the war, during the war, a German, a certain Herbert, helped my father to escape from the concentration camp. The day before of his execution. So, in memory of this Herbert, my father named me Werner. It seems like they should have called you Herbert. I don't know why, because my mother didn't like the name Herbert. And my father was just back from the war. Didn't want another war with my mother. He must have said, Werner, okay, Werner. As long as it's German. Das Hotel ist da oben, die Straße hinauf. Du kannst es nicht verfehlen. Gut, warte so lange. Natürlich. This way. If we cut straight across, we could have got to Letizia. Do you want to steer? What? Do you want to steer? No, but I just thought if we went right across back there, I would have taken a straight to Letizia. Do you want to steer? Okay. Huh? No. Hey. Well, then, let me do it. The river is swollen. In this current, you have to head upstream and then come down on an angle. Otherwise, you end up in Peru. Okay? Hey, I was just asking a question, bro. So then you don't ask. Now, where are we going? Letizia is just over there. No. You ask, how come we're going this way? And then I explain, the river is swollen. In this current, you have to head upstream and then come down on an angle. Du hättest mir doch sagen können, dass das Hotel nicht mehr in Betrieb ist. Oh. Verstehst du, was sie rufen? Sie möchten, dass wir ihr Kanu schleppen. Sie schaffen es bei dieser Strömung nicht allein.
Diego, wir machen das schon. Si, Senor, nehmen Sie sich das Tau. Du steigst ein, keine Prinzessin. Komm, ich helfe dir. Jetzt dir. Du kannst es behalten, es ist wunderschön. Antonio, die Leute erzählten mir, dass die Indianer hier gejagt werden. Die Farmer sollen Männer anheuern, die sie abknallen und ihr Wasser vergiften. Das ist doch Wahnsinn. Gegen diese Verbrechen sollte man was unternehmen. Das ist richtig, ich gebe dir recht. Aber die Regierung zeigt kein Interesse. Sie schweigen es tot. Es trifft immer die Ärmsten, die dran glauben müssen. Island of the dead. They go to bury the baby. They what? To bury the baby. Buenas tardes, Señor. Es fällt schwer, bei dieser Hitze einschlafen zu können. Der Pool erfrischt mich, ne? Ich bin Roberto Carrasco. Ich weiß, Sie wollen mit mir reden. Ja, Sir. Ich suche nach jemandem. Er ist Italiener. Ich dachte, vielleicht wüssten Sie... Es tut mir leid, nein. Und Ruben Diaz? Ruben Diaz. Diaz. Eventuell. Ich kann es nicht sagen. Es kommen so viele Menschen in mein Hotel. Vielleicht steigt er noch mal hier ab. Wer weiß das schon. Vielleicht kommt er morgen, vielleicht kommt er auch niemals. Es wurde schon häufiger nach ihm gefragt, sagte man mir, aber... Und der Italiener? Angeblich sollen sie gemeinsam reisen.
Tja, also dann. Ich gebe morgen Abend hier in meinem Hotel eine kleine Party. Warum kommen Sie nicht auch und sind mein Gast? Mi invitado. Ja. Listen. If we win, you give us 25. Okay? Okay. 25. Anyway, we won't win. Okay. If you win, I give you 10. Yes, eh? It's a sure 10. Okay. Eh? It's a deal. It's a deal. Okay. Okay. Yes. Okay. Then it's a sure 10. So, you play soccer? Yeah. I used to play the local team, and they called me from Milan to come play with the professionals. I couldn't. You were the player in the Milan soccer team? Yeah, yeah. I was too young. My parents wanted me to do my studies, and I couldn't afford the Milan soccer team. Anymore. My friend Marco was a player in Milan soccer team. I would have loved to play with Milan. Why don't you come play a game with us? It's been years since I played a full game. No problem. My friend Marco. No, because we play for fun. We play for fun. These kids are big. Listen, is this your car? Yeah. Can I borrow it? Yeah. Okay. Oh, thanks. Sure. Why not? Is he in the car? Yes. We are a friend. No, Marco. Yes. We are a friend. Si. Cool. When you come back, we go. Marco, we are a friend. Now I'll bet anything. Thank you.
Andere, andere. I am sorry, you arrived late. I lost, but it's for fun, no. Murder. I went down to the river and I found Carrasco. And he was loading cases of cocaine onto a seaplane. Cases? I don't know. Maybe, but I don't know. No. I am sure you arrived late, Marco. Oh, that's okay. No, I don't worry. Anyway, we're organizing another game. No. If you wait a second, I tell you when, okay? I decide. Oh, that's all right. I decide with my friend. No, that's all right. I can't play anyway. 1 second, Marco. No, I have to go. Go and come back right away, Marco. Marco, 1 second, come back. Forget about it. Okay, which hotel are you in? Which hotel? Okay. Go. Anyhow, I find you, Marco. Pero Conchita me va a matar. Yo me voy a casar contigo, pero Conchita me va a matar. Regreso ahora en mi tierra colombiana. Las mujeres están celosas. Lay, 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 lay. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich bin entzückt. Guten Abend, Senor Carrasco. Sie sehen fabelhaft. Na, mein Freund, geht es Ihnen gut? Ausgezeichnet. Ich danke Ihnen für diese Einladung. Schön, dass Sie da sind. Da drüben mit dem blonden Haar, mein Freund Marco. Ja, der ist mein Freund. Könnte ich kurz mit ihm sprechen? Nur einen Moment. No. Warum denn nicht? Tun Sie mir bitte den Gefallen. Das ist mein Freund Marco. Ich will auch nur mal ganz kurz ran. Vamos, cabrón! Señoras y señores, su atención, por favor. Esta es una noche muy especial. El señor Mendoza, el hombre que ha traído gran prosperidad a esta ciudad. Er ist aus Bogotá eingetroffen. Es ist uns eine Ehre, ihn bei uns zu haben. Ich darf Sie alle um einen herzlichen Applaus bitten. Un hombre muy especial. El señor Mendoza. Mendoza! Esta noche es fiesta.
volveremos todo. Por la calle se va a bailar la cumbia. Los muchachos sienten que vale de vivir su vida. Cumbia, cumbia de amor. Cumbia, cumbia de amor. Esta noche es fiesta para los amigos. Esta noche es fiesta. Olvidemos todo. Por la calle se va a bailar la cumbia. Los muchachos sienten que vale de vivir su vida. ¿Quieres tomar algo? Sie haben mir einen Schreck eingejagt. Sie sehen wirklich bezaubernd aus. Und Sie etwas heruntergekommen. Wieso verstecken Sie sich in einer dunklen Ecke und sind nicht auf der Tanzfläche? Das Gleiche könnte ich Sie auch fragen. Wer ist Mendoza? Ehrlich gesagt, es geht Sie wirklich nichts an, Marco. Ich bin überrascht. Ich dachte, Sie wären im Norden, in Santa Marta. Ich reise gern herum. Wieso sind Sie so verstimmt? Warum sind Sie so sauer? Ich habe nur meine Pflicht getan. Ich habe Ihnen geholfen. Wollten Sie mir wirklich helfen oder... Oder sollten Sie mir etwas vormachen? Als wir uns kennenlernten, habe ich Ihnen doch erklärt, dass Sie keine Antworten in Kolumbien erwarten sollten. Normalerweise kommen die Menschen aus anderen Gründen her, als Sie sagen. Ich würde mich für deine anderen Gründe interessieren. Marco, hör zu, ich lebe mit Mendoza. Wir sind im Augenblick geschäftlich unterwegs, rein geschäftlich. Wir machen hier für ein paar Tage Station, dann fliegen wir nach Brasilien. Natürlich auch geschäftlich. Geschäftlich, ja. Mhm. Trafimos. Mucha plata. Ich bin gut informiert. Wie kannst du diesen Mann lieben, Irene? Marco, du solltest dich da nicht einmischen. Halt dich da raus und flieg nach Hause zurück. Was immer du hier suchst, du wirst es nie finden. Ich danke dir, Irene. Es tut mir leid, dass du dich so bemühen musst. Fahr zur Hölle. Sehen Sie, da habe ich eine Anaconda am Wickel. Ich musste mich ganz schön anstrengen, um sie da rauszuholen. Beinahe wäre es schiefgegangen. Ich liebe Schlangen, weil sie den Dschungel beherrschen. Ein Mann, der mit einer Schlange kämpft, ist auch im Leben jedem Gegner überlegen. Dieser Kampf ist unerbittlich und kennt nur einen Sieger. Dies ist für mich das beste Training, wenn ich mit meinen Freunden auf Jagd gehe. Wer so oft wie ich dem Tod in die Augen gesehen hat, muss sich vor nichts und niemandem fürchten. Sehen Sie, sie hat aufgegeben. Und mir gehört der Triumph allein. Ein possierliches Tier. Buenas noches.
Gefallen Sie Ihnen? Möchten Sie eine davon haben? Nein, vielen Dank. Das sind doch private Erinnerungen, nicht wahr? Der Film mit der Anaconda hat mich sehr beeindruckt. Ich drehe so etwas für die Touristen. Zur Unterhaltung. Sie sind ein Mann, der etwas auf die Beine stellt. Sie befinden sich hier am Arsch der Welt. Hier passiert nichts. Also muss man die Initiative ergreifen. Südamerika ist ein imaginärer Erdteil, der darauf wartet, entdeckt zu werden. Also muss man seine Fantasie spielen lassen und sehr erfinderisch sein in den Dingen, die man tut. Dies ist ein Land der Seele, wo jeder Fremde nach seiner Fasson selig wird. Oder zumindest in der Lage ist, sein eigenes Paradies zu finden. Ich hoffe, Sie genießen Ihr Leben und haben Spaß. Oh ja, das habe ich. Ich genieße es und habe Spaß. Nein, du hast keinen Spaß, Amigo. Wer immer du sein magst. Du bist einer von den Menschen, die sich niemals gehen lassen, richtig? Ich weiß, was du denkst. Du beurteilst die Dinge nach deiner eigenen Moralvorstellung. Sisi. Du kommst hierher und hältst dich für den ersten weißen Mann in einem jungfräulichen Wald. Weit entfernt von jeder Zivilisation. Doch jetzt lässt du deinen Blick schweifen. Und alles, was du entdeckst, ist Korruption und Sünde. Und nun bist du ganz verwirrt. Aber du verstehst gar nichts. Du bist an einem Ort der Freude, des Genusses. Du musst dir deines Lebens bewusst werden, weil es hier nämlich Freiheit gibt. In jeder Himmelsrichtung erstrecken sich tausende von Meilen dieses teuflischen Dschungels, soweit das Auge reicht. Und das hier ist der Welt, der ganzen Welt, Arschloch. Und keine Sau interessiert es, was wir hier tun. Wenn du hier etwas willst, dann nimmst du es dir, ohne Rechenschaft abzulegen. Da war mal jemand, der sich ziemlich gut ausgekannt hat, muss ein Deutscher gewesen sein. Der schrieb Folgendes. Die Sünde ist nicht existent unter dem Äquator. Und er hatte verdammt recht. Ich kann Leute wie Sie gewöhnlich nicht ausstehen. Aber hier unten ist es... Hier ist es etwas anderes. Etwas, das ich nicht verstehe. Ich begreife es nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier glücklich werden könnte. Aber... Sie? Ich glaube auch nicht, dass wir Freunde werden könnten. Buenos dias, amigo. Steh auf. Was? Steh auf, es ist schon spät. Es ist bereits fünf. Fünf? Ich habe hier einen Kaffee für dich. Sieh dich an, wir gehen auf die Jagd. Auf die Jagd? Ich habe aber keine Lust. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Hier, ich gebe dir meine. Du wirst mitkommen. Du solltest erfahren, wo wir sind. Thank you.
Sie das? Wieso haben Sie mich mitgenommen? Wieso? Ringt auf mein Dach auf! Du gehörst nicht hierher, begreifst du es jetzt? Du bist hier nicht erwünscht, amigo. Largate, zieh Leine, los! Geh! Sieh dich an. Du konntest nie mit Alkohol umgehen. Tja. Ich habe doch gesagt, dass du nicht hierher gehörst. Ich wusste, dass du es bist. Selbstverständlich. Ich kann mich vor jedem verstecken, nur nicht vor dir. Luca, wieso? Wieso? Wieso nur? Was soll das alles? Wieso tust du das? Ich musste Schluss machen. Ich habe jetzt ein neues Leben. Ich möchte das alte Leben vergessen, total vergessen. Und ich möchte vergessen werden. Ich habe dich nicht vergessen, Luca. Du hättest nie kommen dürfen, Marco. Ich will nichts wissen, weder von dir, von Mama, von Francesca, noch von meinem Sohn. Ich möchte mich nicht daran erinnern. Ich habe sogar vergessen, wie sie aussehen. Also, was ist? Du hast mich gefunden. Was gedenkst du jetzt zu tun? Nichts. Gar nichts. Ich fliege zurück. Ich werde in die nächste Maschine steigen. Ich möchte nach Hause, verstehst du? Du bist tot, Luca. Obwohl ich dich gefunden habe, bist du für mich tot. Ich wusste, dass du am Leben bist. Ich wusste, dass du noch lebst. Ich wollte mit dir reden. Ich wollte nur mit dir reden, Luca. Aber das hat sich jetzt erledigt. Ich will nicht mehr, vergiss es. Es ist zwecklos. Was soll ich mit dem Ring machen, Luca?
Gib ihn doch Francesca. Hm? Aber Luca ist tot. Sie darf nichts erfahren. Klar. Luca, du hast in Buenaventura einen Mann getötet. Er war bereits tot. Santillana hat die Leiche angeschleppt, ich habe nur den Rest organisiert. Das war ein armer Bastard, der bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Adios, hermano. Adios. Adios. Werner, ciao. How'd the game go? How did it go? I lost. Sorry. I'm used to it. Don't be mad at me. Who said? Well, you're not even looking at me. Okay. Oh. When did that happen? The other day. They spotted my Jeep down by the river. And, why didn't you tell them it was me? No. I'm sorry. Oh, thanks, Vernon. Thanks. Marco, come and play. Huh? Please, Marco. I lost another game yesterday. And I play up always. I'm leaving. When? The game is tomorrow. In a couple hours. You found your brother? I gave up looking for him. Mm-hmm. What are you doing here? What are you doing here? Why don't you come with me? You can stay in my house. I might. One of this day. But not now. Whenever you want to. Here's my address. Okay? Whatever you feel like. Okay. I always think about living here, sooner or later. Yeah. Hmm? Good. Okay. Ciao, man. Okay. Ciao, man. Hast du was dagegen, wenn ich mich zu dir setze? Du bist ja so früh zurück. Ich bin gar nicht weg gewesen. Und du? Hast du deinen Bruder gefunden? Nein. Du hattest völlig recht, hier werde ich nicht finden, wonach ich suche. Marco, du gibst mir immer das Gefühl, als hätte ich dir was getan. Als wir uns kennenlernten, da glaubte ich, du würdest mir helfen wollen. Doch dann hatte ich den Verdacht,
dass du genau wie alle anderen bist. Und ich kam mir sehr allein vor. Ich wollte dir eine Freundin sein. Ich hatte dich gern. Wenn wir beide uns unter anderen Umständen kennengelernt hätten, sähe vielleicht alles anders aus. Aber? Der falsche Augenblick. Und vielleicht der falsche Ort. Leb wohl, Marco. Nein, warte. Du bist doch nicht extra hergekommen, um mir das zu erzählen. Der tote Mann in Buenaventura, das war Diaz. Ruben Diaz. Irene, ich schätze, dass man mich hier in Kolumbien für dumm verkaufen wollte. Das ist nie meine Absicht gewesen. Ist das dein Ernst? Mhm. Ciao, Marco. Was hast du hier noch verloren, Marco? Was? Leg den Revolver hin und geh.
Names without a place. On your steps. Thank you.